Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kompromiss zur Syrienhilfe. Der UN-Sicherheitsrat beschloss, dass die Hilfslieferungen aus der Türkei über einen der beiden bisherigen Grenzübergänge fortgesetzt werden könne. Die Offenhaltung beider Routen war am Veto Russlands und Chinas gescheitert. Proteste in Bulgarien halten an. In der Hauptstadt Sofia forderten am dritten Tag in Folge mehrere tausend Menschen den Rücktritt der Regierung. Sie werfen ihr Korruption vor. Unterstützt werden sie vom bulgarischen Präsidenten. Auch er rief die Regierung auf, zurückzutreten, wegen mafiösen Gebarens. Demonstration gegen Corona-Politik in Tel Aviv. Etwa 10.000 Israelis protestierten am Abend gegen das Krisenmanagement von Premierminister Netanyahu in der Corona-Krise. Vor allem Selbstständige werfen der Regierung vor, nicht genug gegen ihre finanziellen Nöte zu tun. Im Anschluss kam es bei Straßenblockaden zu Auseinandersetzungen und Festnahmen. Präsidentenstichwahl in Polen. Amtsinhaber Duda tritt dabei gegen den liberalen Warschauer Bürgermeister Trzaskowski an. Duda wird von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS unterstützt. Im ersten Wahlgang lag er vorn. Trzaskowski steht für einen weniger EU-skeptischen Kurs. Er könnte umstrittene Gesetze der Regierung blockieren. Deutschland drängt weiter auf gemeinsame EU-Sanktionen nach Hackerangriff auf Bundestag. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Einen entsprechenden Vorschlag hatte Deutschland den EU-Mitgliedstaaten unterbreitet. Der russische Geheimdienst soll für die Cyberattacke verantwortlich sein. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus lockeren und dickeren Quellwolken, dazu viel Sonnenschein, nur vereinzelt einige Schauer. 17 bis 28 Grad.